Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Stardew Valley. Beim letzten Mal haben wir, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na. Okay. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ansteht. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, noch so ein Void Egg bekommen und in den Hühnerstall gepackt und da ist der Zaun schon kaputt. Dann holen wir eben einen Zaun, den habe ich hier drin. Ich musste vorhin schon meine Aufnahme abbrechen, weil zwischendurch das Telefon geklingelt hat. Aber ich war erst 2 Minuten oder so drin, deswegen nicht so schlimm. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen kann es ab und zu mal zu einem Hüsterchen kommen. Ich bitte darum, mir das zu verzeihen. Muss ich gerade mal gucken. Da lang. So. Ei. 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 Was sehe ich da? So, hier ist das Void Egg drin. Und natürlich nochmal alle. Warum bist du grumpy? Sieht beleidigt aus. Ach, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ach, haben wir kein Futter mehr? Kann es das sein? Doch, eigentlich schon. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ah, guck mal. Da haben wir auch schon unseren ersten Trüffel. Das ist ja vorzüglich. Da ist noch einer. Jetzt geht's aber los. So, erstmal Milch holen. Dann bringen wir gleich den Trüffel weg. Dann haben wir das nächste fürs Gemeindehaus durch. Dann fehlen noch die Äpfel. Glaube ich. Ich kann mal gucken, wo ist denn noch eine Kuh? Wir hatten noch mal mehr. Oder sind die einfach noch drin? Nö, keiner da. Weiß auch gerade gar nicht, in welchem Anteil wir jetzt wie viel Milch haben müssten. Was sagt das Ding hier? 43 von 480 ist eigentlich in Ordnung. Für Leute, die irgendwo. Ah, hier. Wie haben wir jetzt? 1, 2. 1, 2, 3. Uns fehlt, glaube ich, noch. Milch, da unten läuft noch eine Milch rum oder zwei. So, ich glaube, das war's. So, wir haben 2-mal Trüffel, das ist ja gut. Was müssen wir jetzt noch alles abgeben? Hier gibt genau einen Trüffel und dort Weizen, Heu und Äpfel. Weizen, Heu und Äpfel. Ja, und wie wir ja wissen, sobald wir das Gemeindehaus durch haben, erkläre ich dieses Let's Play für beendet. Das ist, glaube ich, auch so. Ja. Ja, das ist wundervoll. So. Ich wollte eigentlich noch reich werden, aber ich glaube, das kommt zeitlich nicht mehr so hin. Ja, die Früchte lassen wir mal stehen. Was haben wir hier so? Da ist wieder was fertig. So, dann. Okay, dann haben wir noch die hier. So, was stellen wir heute Schönes an? Ich wollte mal nachfragen gehen, was denn eine Vergrößerung des Hauses kostet. Ich habe es nämlich mittlerweile schon wieder vergessen. Ich glaube, es war irgendwo bei 150.000 oder mehr, je nachdem. Dann würde ich eventuell meinen gesamten Truheninhalt mal auf den Kopf hauen. Weil
Jetzt mal ehrlich betrachtet, werden wir das irgendwie nie benutzen für irgendwas. Haus verbessern. 100.000. Okay. Das kriegen wir vielleicht sogar vorher noch hin. Dann bringe ich mal eben den Trüffel zum Gemeindehaus. Weg da. Und dann müssen wir uns drum bemühen, irgendwie Äpfel zu bekommen. Und was noch? Äpfel, Weizen und Heu. Ja gut, Heu ist ja easy. Hallo. So. Ja, und schauen wir doch mal. Zack. Wunderbar. 3 pinke Torten. Das ist ja super. Ne. So. Und nun. Gucken wir mal. Wir holen uns noch ein paar Weizensamen. Ich glaube, wir haben keine mehr. Und hauen die mal irgendwie aufs Feld, wo Platz ist, sein könnte. Dass der auch sonntags auf hat. Das ist ja eigentlich... Geht das ja so nicht. So, machen wir mal so ein kleines Feld mal irgendwo hin. Oh, warte mal. Vibriert hier ständig was oder rutscht hier mal drunter? Ich hab gerade irgendwie Zustände, ich weiß es nicht. Machen wir es mal so. Gucken wir mal. Ja, der Apfelbaum braucht theoretisch noch einen Monat, bis er fertig ist. Ich hoffe, dass sich der andere Apfelbaum mal zwischendurch irgendwie doch noch ins Zeug legt zu wachsen, weil Abstände sind eigentlich eingehalten worden. Weil ich habe hier 2 Felder Platz zwischen dem einen Baum und dem anderen. Das ist eigentlich so das Minimum. Ich gieße die jetzt einfach mal aus Gründen. Und ich gucke mal in die Höhle, ob da irgendwas ist. Nö. Okay. Dann Iridium-Sprenkler haben wir nicht mehr, aber eventuell haben wir noch einen Iridium-Barren. Dann würde ich noch einen Iridium-Sprenkler machen und dafür dann quasi ein Weizenfeld nehmen. Iridium haben wir, das ist schon mal gut. Iridium-Sprenkler, Goldbarren, Iridium-Barren und Batterie. Dann haben wir natürlich mal wieder alles. Ups, alles am Start. Da. Sprinkler. Wir brauchen Platz dafür. Ja, hier unten. So. Gut. Nun denn. Nein. Dann noch einmal die Grundwässerung. So. Dann kann das jetzt in Ruhe wachsen. Jawohl. Also. Kann mal gucken, wir haben 2 Kisten voll mit irgendeinem Zeug, was wir halt echt nie benutzen werden. Da ist die große Frage, wie gehen wir jetzt damit um und wo packe ich überhaupt so viel Zeug dabei? Hopfen können wir auch mal wegpacken. Aber wir verkaufen den Hopfen einfach mal. Und den Beet. Und das, das. Und ein Trüffel. Könnten wir theoretisch auch Öl draus machen. Die Milch verkaufen wir auch mal. Das hier. Hasenpfote behalten wir. Und jetzt mal organisieren. Jawohl.
passt erstmal. Gut, dann mal weg damit. Ich würde nämlich gerne noch die Hausverbesserung im Let's Play machen. So, machen wir erstmal eine Kiste leer, gucken mal, wie weit wir damit kommen. Also dann hatte ich noch irgendwo einen Apfel gelagert. Wenn ja, dann ist er jetzt wohl möglich weg. Tja. Nun denn. Achso, wir hätten noch keine Zuckerrüben mehr. Nee. Nee. Okay. Heu. Können wir uns dann holen. Ich gehe mal ein bisschen Heu sammeln. Dann haben wir wieder für die nächsten Tage was am Start. So. Boah, überhaupt dieses ganze Unkraut, was hier wächst, wo du einfach nicht durchlaufen kannst, was ich immer noch ein bisschen unlogisch finde. Das ist ja nur verpflanzen. So. Alles klar, wir warten, bis die Tiere reingehen. Wir könnten noch, jetzt überlege ich gerade, wir gehen noch mal in die Stadt. Um 18 Uhr versucht die Tiere alle nach und nach reinzugehen. Danach machen wir ausnahmsweise mal zu, weil dieses Rumgesuche am Morgen, das ist echt nervig. So, da war noch eine Quest. Was ist denn diese schöne Quest? Kupferbarren. Jo. Kupferbarren klingt noch gut. Willi ist wahrscheinlich auch abends in der Kneipe. Leicht zu erfüllen, leicht verdientes Geld. Aber so ein Weinkeller wäre schon was. Apropos Wein. Huch. Ach, die behalten wir mal. Oder war da noch eine größere Zahl? Nö. Nö. Okay. Tipp, tipp. So. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Kupferbarren müssen wir doch haben. Jawohl. Jetzt gucke ich mal, ob die Tiere schon alle wieder drin sind. Sieht hier schon mal danach aus. Hier ist noch ein Trüffelchen, das ist ja sehr schön. Zweiter ist hier nicht, ne? Nö. So, okay. Scheint zu passen. Was passiert hier drin eigentlich gerade? Das wächst auch alles schön vor sich hin. Sonnenblumen. Sonnenblumen? Brauchen wir die für irgendwas? Ich kann mich nicht entsinnen. Okay. Hallo. Sashimi und eine Aprikose. Genau, aber da werden wir jetzt auch erstmal nicht rankommen. Also nochmal flugs in die Kneipe gehen, Willi treffen und dort ein bisschen Gold abholen. Überhaupt keine Musik gerade, das ist irgendwie beunruhigend. Der Willi ist noch nicht da. Ich bin überrascht.
Hallo? Ach, ich glaube, ich weiß, was das ist. Moment. Ah, okay, ich habe gerade einen Controller angeschlossen. Und immer wenn ich durch Türen gehe, dann vibriert er. Alles klar, jetzt weiß ich auch. Wenn du sowas nicht vorher weißt, dann wirst du erstmal verrückt. Okay, Willi scheint nicht da zu sein, dann geben wir ihm das morgen. Ja. Gucken wir mal, was unsere Ernte uns so einbringt. Jetzt geht Abigail auch in eine Kneipe. Okay. Vielleicht sollten wir. Hallo. Vielleicht sollen wir einfach ein bisschen warten. Wir können ja mal. Junimo-Card. Ah, ist ja niedlich. Ach, aje. Oh. Mist. Ja, das hat ja gut funktioniert. Hallo. Nein. Mist. Ah, verdammt. Ah. Okay, nochmal. Ich dachte, der fällt eventuell. Boah, da muss aber auch echt genau treffen, damit er da auch noch passend hochspringt. Ich würde gerne Level schaffen. Ja, verdammt. Das ist doch. Wir waren nah dran. Oh, das war. Ja. Okay, alles klar. Hat sie erledigt. Ich glaube, Willi kommt nicht mehr. Dann. Ja, gehen wir erstmal nach Hause. Allein im Dunkeln. Hm.
Ah, ich weiß, was wir morgen machen könnten. Ich habe Pläne. Huh? Was? Was ist das denn? Oh Gott. Sollen wir, ja. Ach komm. Warum nicht?